Willkommen zurück bei der Trial Challenge, liebe Freunde. Heute kämpfen wir gegen Alexis, beziehungsweise Alexis kämpft gegen Blau. Denn dieser hat er sich freigeschalten, während er, ich nenne sie jetzt einfach eine sie, weil Alexis, ne, ein Mädchen in-game, weil sie sich Blau freigeschalten hat. Blau wird nämlich freigeschalten, wenn man beide Doppelkämpfe gewinnt, und das hat sie getan. Und heute kämpft sie tatsächlich gegen Blau, meiner Meinung nach eins der stärksten Teams der Trial Challenge, und ich bin schon sehr gespannt. Let's go gegen mein Lieblingsteam. Und Alexis muss definitiv mal lernen, nicht nur Leads zu picken. Okay? So, meine Freunde, hoffen wir, dass Alexis jetzt ihr gesamtes Team ausgewählt hat. Ja, dankeschön, denn ansonsten natürlich mit zwei Pokémon kommt sie hier nicht weiter. Ja, ich persönlich rechne allerdings Alexis relativ gute Chancen ein gegen das Team von Blau, ganz einfach, weil das Team von Blau sehr, sehr heftig von Eis-Pokémon zerstört wird, alleine mit Taubos, Garados, Rizeros und Kokowai haben wir eine massive Schwäche gegen Eis. Rizeros stirbt instant, weil die Spätzle schlecht ist und es sehr effektiv getroffen wird. Kokowai wird vermutlich outspeedet, ne, da ist es so eine Sache zwischen Chlorophyll und Hagel, hier Schara oder wie auch immer die Fähigkeit heißt, von Sandama. Mit einem Dingens, ne, ihr wisst Bescheid, ist Gyarados vierfach effektiv getroffen, Gefriertrockner. Und naja, Mega Taubos macht halt auch nicht allzu viel in dieser ganzen Geschichte. Die Frage ist, wofür würde ich mir Mega Taubos denn aufsparen? Denn naja, es macht nicht wirklich viel. Wobei es outspeedet halt alles außer maybe Crystal. Ich weiß es gar nicht. Outspeedet ein Alola? I don't know. Auf jeden Fall, ich gehe mal in die Mega-Entwicklung und kehrtwende mich mal raus. Mit Gyarados probiere ich an der Stelle mal. Was mache ich denn hier? Um ehrlich zu sein, wird es relativ schwierig. Ja, ich muss Crystal rausnehmen, ne? Ja. Ich muss Crystal rausnehmen, wenn er Gefriertrockner hat, dann hat er ihn. Und ja, was soll man tun, ne? So, Mega-Entwicklung kommt durch, meine Freunde. Die Kehrtwende kommt zuerst. Das bestätigt mir, dass wir mehr Speed haben als Crystal. Taubos wird zurückgerufen. Taubos kann ein sehr wichtiges Pokémon werden. I don't know. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall muss ich jetzt zu Flamazing rein, weil Flamazing ist das einzige Pokémon, was so ein bisschen Druck macht gegen das gegnerische Team und die Moves auch resistet. Vor allem, wenn er jetzt mit dem Z-Move durchkommt, ist Flamazing so ziemlich das einzige Pokémon, was das Ganze, ne, überlebt. Auf jeden Fall kommt da wieder der Aurora-Schleier, was mega ätzend ist, weil der Aurora-Schleier einfach so massiv viel gemacht hat im letzten Match, und Niagara stirbt instant. Wow, kann nicht mal den Z-Move droppen, weil da haben wir den Gefriertrockner gesehen. Und das ist genau das, was ich gemeint habe. Mit so einem Eis- oder mit so einem Hagel-Team kann man gegen Gary fast nicht verlieren. Aber okay. Ich gehe jetzt zu Sohan raus, ne? Denn mit dem Jungen sollte man sich definitiv nicht anlegen. Gehe für einen Flareblitz auf Crystal und für einen Steinhagel und will einfach Damage rausdrücken. Ne? Es ist mir egal, ob du jetzt hier einen Dingens hast oder nicht oder whatever. Ich gehe jetzt schön auf Crystal. Ich hätte einen Orkan auf Crystal droppen können, aber hey, wir wissen halt nicht, wie das Ganze sich, wie das Ganze halt ist. So, jetzt kommt da ein Bedroher. Das war relativ gut. Er hat sich auf jeden Fall für Blau, auf Blau sehr gut vorbereitet. Man merkt das. Definitiv. Er kennt seine Switchins und er kennt die Plays von Blau. Alter, das macht gar nichts. Ne? Hat er Beulenhelm? Oh, er hat Beulenhelm. Okay, das ist auf jeden Fall physisch-defensiv, das Ding. Das heißt, das Ding darf ich nicht angreifen. Jetzt ist die Frage. Ja, er geht auf den Zeppenhof, auf Rizeros und nimmt Rizeros einfach raus. Ne? Ja. Ah, dieses Haku, Alter. Tobender Geofrost.
das war's. GG, schon zwei Pokémon von uns rausgenommen mit einem einzigen Hit. Also gerade dieses Frost-Ding macht mega viel gerade. Unglaublich. Zwei Pokémon in zwei Runden rausgenommen. Die Frage ist jetzt nur, was mache ich da? Ich würde halt so gerne mal einen Sonnentag oder so rausbringen. Das Problem ist da nur... Ja doch, ich muss den Sonnentag rausbringen. Es kann mir im Endeffekt egal sein. Er kann mich abschlagen, er kann mich hier dingsensenses. Ne, wisst Bescheid, aber... Jo, okay. Gehen wir mal dafür, weil wenn er schon einen Screen draußen hat auf beiden Seiten, dann müssen wir jetzt mit so viel Power zurückschlagen, wie es eben nur geht. Und das ist halt einfach die Sonne, das ist das Walband, das ist... Ihr wisst Bescheid, Freunde. So, jetzt gucken wir mal, was er macht. Vielleicht geht er für einen Abschlag oder vielleicht geht er auch einfach straight für ein Erdbeben. Weil das Ding ist, Haku hat natürlich Schwebe und er kann jetzt ein Erdbeben droppen. Also er hat sich sehr, sehr gut auf Gary vorbereitet. Ne? Gary ist definitiv das Pokémon, auf das er sich am meisten vorbereitet hat. Bam, Haku ist tot. Okay, das war kein Crit. Okay. Das hat trotzdem gereicht. Ja gut, wobei, ich meine, es ist ein fucking Flareblitz, Stab, Bandit und so. So, das Erdbeben kommt raus, Flamazing wird leider sterben. Die Sache ist die, wenn ich jetzt für den Sonnentag gehe, was jetzt passieren wird, dann kann er ganz einfach zu seinem Vulnona rein und kann jetzt das alles wieder, ne? Das ist gerade ein bisschen doof. Ehrlich gesagt. Weil er muss wirklich nur in seinen Vulnona rein und dann hat er das Ding. Dann kann ich meine Hitzewellen etc. vergessen. Okay. Ich gehe mal zu Foolie Spoon rein, weil auf Foolie Spoon haben wir eine HP Ice, die das Ding auf jeden Fall rausnimmt. Crystal kommt zurück. Ja, das ist super doof. Aber okay. So ist es eben. So ist es eben jetzt, ne? Arno, Mann. Vielleicht reicht eine vierfach effektive Kraftreserve auf Whitebeard auch so aus. Keine Ahnung. Vielleicht, Arno. Also wir haben gerade einen Zug verschwendet, eigentlich mehr oder weniger, wir hätten einen Psyshock raushauen können. Dennoch, ich gehe nochmal auf den Sonntag, vielleicht bringt's uns was gegen das Alola Sandama, denn da müssen wir definitiv durch. Und wenn eine Hitzewelle vierfach effektiv trifft in der Sonne, dann kann das auf jeden Fall reichen. So, der Damage wird gesplittet, Juggler überlebst du bitte? Nope, natürlich nicht. Ah, Vulnona ist so stark gerade, ne? Vulnona und das andere Drecksviech, Alter. In seinem Gefriertrockner etc. etc. Ja gut, aber wie gesagt, er hat sich natürlich super auf das Team vorbereitet hier, das merkt man auch. Ich bin schon sehr gespannt, wie es in den Singles dann abgehen wird, Freunde. Aber, ja, Crystal wird jetzt in dieser Runde sterben. Aber ich werde auch sterben, das ist halt das Problem. That is the problem. Ich kann auf den Orkan gehen, ich treffe auf jeden Fall, ich outspeede auch, aber ja, egal, ich habe verloren. Egal wie ich es drehe und wende, es kommt nichts Gutes dabei raus. Warum Eissplitter? Du bist auf jeden Fall Bandit. Du bist auf jeden Fall Bandit, Alter, als ob sowas reicht. Verwirrung? Ja. Dankeschön. Als ob sowas reicht, Alter. Der ist auf jeden Fall Bandit. Auf jeden Fall. So, ich werde vom Hagel verletzt. Ja, er kann einfach zweimal auf Splitter drücken, ne? Das heißt, ich muss jetzt Hitzewelle hoffen, dass ich den Viehkinger burne und den Crystal mit einem Crit rausnehme oder so. Yo, du bist auf jeden Fall gebandet. Alter, willst du mich verarschen, Mann? Holy shit! Crystal wurde besiegt und du kriegst leider kein Burn. Ja, hätte ich an der Stelle vielleicht den Sonntag draußen gehabt oder so, ne, mit Chlorophyll-Dingens, dann wäre das auf jeden Fall super gewesen, dann hätte ich das Ganze hier sweepen können, aber so natürlich nicht, denn, Alola Vulnona mit ihrem, mit ihrem Hagel. Also Alola Vulnona ist mit Abstand der beste Hagel-Setupper und du bist 1000% gebandet, Bruder. 1000% gebandet. Das ist ein 40er Stab-Move, okay? 40. Das hat fast 90% gemacht.
Holy shit. Aber hey, Glückwunsch. Alexis hat es tatsächlich durch die Doppelkämpfe geschafft. Jetzt stehen noch die Singles vor ihr. GG, wir werden sehen, wie es weitergehen wird in dieser Trial Challenge. Ich glaube, dass Alexis bei den Doppelbattles jetzt relativ gute Karten hatte. Ne? Gerade das letzte Match gegen Gary ist einfach geschenkt mit so einem krassen Ice-Team. Ne, was man da wirklich beachten muss, ist Arcani und das war's. Aber wenn du halt einen Landris und einen Mimoswine hast, dann ist halt ein Arcani echt kein Problem mehr. Alles andere stirbt halt One-Shot. Ich hätte vielleicht mit Gyarados am Anfang rausswitchen sollen oder so. I don't know, man. Wir hätten es wahrscheinlich drehen und wenden können, wie wir wollen. Es war ein sehr, sehr schlechtes Matchup. Ich denke aber trotzdem, dass Alexis in den Single-Matches mehr Probleme haben wird als bei den Doppel-Battles, weil ihr Team ist mehr oder weniger für Singles aus, ne? Mit hier, mit Hagel, mit Sachen wie Erdbeben, Schwebe und auch dem Screen und so weiter. Das ist zwar super, super gut und auch nützlich in den Singles, aber ich glaube, für Doubles wurde dieses Team definitiv ein bisschen mehr gebaut. Und ich bin super gespannt, wie es in den nächsten Parts sein wird, Freunde. Wir sehen uns auf jeden Fall dann. Schaut wieder rein, wenn ihr Bock habt, beim nächsten Mal. Haut rein und bye bye.